Wusstest du, dass ich herkommen würde? Das wusste ich gar nicht. Jedenfalls nicht sicher. Ich darf gar nicht mit dir reden. Dr. Taskin hat's verboten. Vater? Mhm. Glauben Priester an übersinnliche Wahrnehmung? Doch, ja. Sehen Sie, Pater. Das ist es. Dort hat Pater Merrin gegen Pazuzu gekämpft. Du erinnerst dich an Pater Merrin? Ja. Was weißt du von ihm? So gut wie alles. Fürchtest du dich? Ich würde gern sagen, du musst dich nicht fürchten, aber das kann ich nicht. Warum hatte der Mann mit dem Leoparden keine Angst vor Pazuzu? Das weiß ich auch nicht. Aber ich werde es rausfinden. Er heißt Kokuno. Ich muss sofort nach Afrika reisen, um diesen Kokuno ausfindig zu machen. Ich sah ihn in einer Vision. Er hat die Macht, das Böse zu besiegen. Lamont, Sie begeben sich in offenen Widerspruch zur Kirche. Ich bitte Sie, überdenken Sie Ihre Lage. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich muss Sie von Ihrem Auftrag entbinden. Sie werden keine weiteren Nachforschungen anstellen. Wir sprechen uns nach den Exerzitien wieder. Merrin sah dem Übel ins Angesicht und nannte es beim Namen. Er kannte keine Furcht. Niemals. Er kämpfte verzweifelt dagegen an, bis zu seinem Tode. Und wir? Wir weisen ihn ab. Warum? Etwa weil er versucht hat, Christi Himmelreich auf Erden zu verwirklichen. Aber die Hoffnung darauf haben wir längst verloren. Eminenz glauben nur, dass die Welt unheilbar krank ist. Verloren. Sie verleugnen unseren Auftrag, unsere heilige Mission.